It's alright. Life gets hard sometimes. Feels like trouble keeps on knocking on my door. It's okay to have some rainy days, but I know it makes me stronger for sure. Yeah, yeah, yeah. I'll put my trust in. 1, 2, 3, go! I hope it's doing good by the grace of God, cause I'm doing fine by the grace of God. I hope it's doing good by the grace of God, cause I'm doing fine by the grace of God. Hello, TLA Squad, willkommen zurück auf meinem Kanal. Als allererstes will ich mich bei euch allen bedanken, dafür, dass ihr jetzt, glaube ich, bei, ich weiß nicht, 290 Subscriber sind. Ich bin super, mega froh darüber. Deshalb vergesst nicht zu liken, zu subscriben, wenn ihr Bock habt. Heute, wie ihr schon im Titel lesen könnt, zeige ich euch verschiedene Styles, die ihr mit einer Jacke kreieren könnt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich filme es draußen, ja. Ich weiß, es ist so kalt. Aber viel Spaß und ich hoffe, ich kann euch inspirieren. Jedes einzelne Teil habe ich entweder, also die Jacke habe ich mir erst vor kurzem geholt, um ehrlich zu sein. Ich habe die diese Woche bekommen. Deshalb dachte ich mir, ja, nice. Let's do a video, weil ich schon so lange sowas mal machen wollte, aber ich hatte nie wirklich einen Anlass dazu. Kennt ihr diese Teile, wenn ihr sowas kauft und als es angekommen ist, ich habe gar nicht erwartet, dass es mir gefällt und auf einmal aussagt, okay, girl, I see you. Und auf jeden Fall habe ich sie jetzt behalten. Und ich werde die auf jeden Fall unten verlinken. Alle anderen Teile, ich versuche sie zu verlinken, aber manche habe ich auch schon vor langer Zeit gekauft und deshalb sind die vielleicht gar nicht mehr zur Verfügung. Aber wie gesagt, ich versuche mein Bestes. Ich hoffe, es gefällt euch. So, let's go! Okay, Leute, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Genug. Und hört ihr mich noch? Egal, ich schreie sonst. Auf jeden Fall, das ist der Mantel. Das ist das erste Outfit. Innen drin ist es halt kariert. I love it. Und hat auch große Taschen an den Seiten. Geschlossen. Sieht die so aus. Ich wusste am Anfang gar nicht, wie ich die zumachen soll, weil ich voll verwirrt war, weil die Knöpfe irgendwie auf der anderen Seite waren. Und dann dachte ich mir so, oh my god, ich will die auch zumachen, because it's freaking cold. Genau, so sieht die aus. I really love it. Aber auf jeden Fall habe ich sie mit Stiefeln kombiniert. Mir geht's gut. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Ich versuche mal ein bisschen, die Kamera ein bisschen nach hinten zu packen und gebe euch so einen kleinen One-Ray-Show. Auf jeden Fall habe ich die auch noch mit so einer Strumpfhose von Calzedonia kombiniert. Genau, ich habe hier noch meine Tasche und die habe ich damals von New Yorker gekauft. Der Reißverschluss ist aber kaputt, so that's not really cool. Aber so könnt ihr das auch kombinieren, einfach lässig. Und wie gesagt, das Kleid habe ich von New Yorker damals gekauft. Findet ihr aber bestimmt überall. Ist also sowieso gerade ein bisschen im Trend. Und ja, Stiefel sind von Zara, die habe ich aus Amerika damals gekauft. Frag nicht über den Preis, darüber will ich nicht reden. Aber ja, ich gebe euch jetzt einen kleinen Runway. Das ist das nächste Outfit. Und zwar packen wir erstmal die Jacke zur Seite. Und zwar ist das... jetzt können Sie mich von Weitem sehen. Okay. Okay. Und zwar ist das eine Hose. Die habe ich von Pretty Little Thing. Genau. Oh, jetzt könnt ihr mich nicht mehr sehen. Die habe ich von Pretty Little Thing gekauft. Das ist immer noch das Kleid von vorhin. Und zwar, I don't know, ich mag längere Sachen jetzt. Und diese Hose hat ja auch jetzt so ein... Hilfe? Hat so ein Split. Das ist ja auch jetzt so im Trend und wieder mit den Boots kombiniert. Und ich habe das eigentlich noch nie so getragen, um ehrlich zu sein. But I actually really like it. Es ist nicht für jeden, aber I don't know, I like it. Hose habe ich von Pretty Little Thing. Kleid von New Yorker. Jacke von Asos. Zeit für den One Ray. Okay, Leute, das ist das letzte Outfit und zwar habe ich halt diese Hose nochmal in schwarz und ich habe diesmal aber die Hose in die Schuhe gesteckt und ich habe halt noch so eine Jacke, die habe ich damals von New Yorker auch gekauft, die habe ich halt damit auch kombiniert, das ist halt nur die kürzere Variation von der und auch wieder mit der Brille. Ich zeige euch das jetzt nochmal mit dem Langmantel, mit der Variation.
Und dann würde ich mich verabschieden. Oh, stopp. Wir müssen noch ein One-Way bekommen mit diesem Outfit. Okay. Every day I walk through the streets, I thinking of who will cross me by. I'm tired of me seeing all these men falling down, down. Every day I walk through the streets, I. Okay, Leute, das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mir zuzuschauen, meine Klamotten anzuziehen und meine Idee mit euch zu teilen. Ja, hinterlasst einen Daumen, wenn ihr es mögt, was auch immer. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Danke für euren Support, danke für eure Liebe. Möge Gott euch segnen. Stay blessed. See you soon. Bye.